Ich koche gerne, Gerd isst gerne. Heute machen wir ein sehr einfaches koreanisches Gericht, das aber viele unserer Schüler als ihr Lieblingsgericht angeben würden. Dazu brauchen wir eine Packung gemischte tiefgefrorene Meeresfrüchte, eine Packung Universalmehl, Kartoffelstärke. In Korea verwendet man Klebreismehl, aber wir verwenden stattdessen Kartoffelstärke, eine Jungzwiebel pro Pfannkuchen, Sojasauce, Pflanzenöl und pro Pfannkuchen ein Ei. Zuerst müssen wir die Meeresfrüchte im Wasser kochen. Die Meeresfrüchte müssen dabei nicht unbedingt ganz durch sein, weil wir sie später in der Pfanne noch einmal erhitzen werden. Wenn die Meeresfrüchte gekocht sind, tropfen wir das Wasser mit einem Sieb ab. Dann schneiden wir die Jungzwiebel der Länge nach. In Korea schneidet man die Jungzwiebel eigentlich nicht, weil die Jungzwiebel in Korea sehr dünn ist. Aber hier schneiden wir die Jungzwiebel der Länge nach. Jetzt nehmen wir eine kleine Tasse Mehl und geben sie in eine Schüssel und fügen auch 2 Esslöffel Klebreismehl oder eben Kartoffelstärke hinzu und ein bisschen mehr als eine kleine Tasse Wasser. Das Ganze schlagen wir mit einem Schneebesen, bis es ganz glatt ist. Wenn das Verhältnis der Zutaten passt, ist der Teig nicht zu dickflüssig. Wenn der Teig sehr dickflüssig ist, habt ihr zu viel Mehl oder zu wenig Wasser verwendet und müsst das Verhältnis anpassen. Die Zutaten, die wir bisher verwendet haben, sind für 2 Pfannkuchen, aber jetzt schlagen wir ein Ei für 1 Pfannkuchen. Würden wir 2 Eier schlagen, müssten wir sie aufteilen, also schlagen wir das Ei für jeden Pfannkuchen extra. Und dann sind wir schon bereit, den Pfannkuchen zu braten. Erhitzt die Pfanne und gebt ein bisschen Öl hinein. In dem Öl verteilen wir die Jungzwiebel und verteilen den Teig dann sofort gleichmäßig auf der Jungzwiebel in der Pfanne. Wir mögen lieber dünne Pfannkuchen, also geben wir eher weniger Teig hinein. Wenn im Pfannkuchen ein paar Stellen frei bleiben, also wenn es Löcher gibt, ist das egal, weil wir bald noch das Ei draufgeben. Aber zuvor verteilen wir die gekochten Meeresfrüchte gleichmäßig auf den Pfannkuchen. Jetzt fügen wir das Ei hinzu. Es gibt viele, viele verschiedene koreanische Pfannkuchen. In Zukunft werden wir auf diesem Kanal noch weitere Varianten, wie zum Beispiel Kartoffelpfannkuchen oder Mungbohnenpfannkuchen zubereiten. Also abonniert den Kanal. Nach einer Weile heben wir jetzt den Pfannkuchen leicht an und sehen nach, ob die Jungzwiebel schon braun gebraten ist. Wenn ja, ist es Zeit, den Pfannkuchen umzudrehen, zu wenden. Und das war's schon, wir sind fertig. Wir essen den Pfannkuchen mit Sojasauce, aber wir schneiden ihn nicht wie eine Pizza, sondern wir zerreißen ihn mit den Essstäbchen in kleine Teile. Wir sagen, wenn es regnet, essen wir Pfannkuchen mit koreanischem Reiswein, mit sogenanntem Makgeolli. Also Prost, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal.